KinoCast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Jo, ich bin's, der Erik, und wir haben wieder ein volles Programm für euch. Von Filmen aus der Sneak Preview, aus dem Kino, aus, sondern Serien aus Netflix, nehme ich mal an. Und ja, ein bisschen Filmrätsel zum Knobeln und mal gucken, was uns noch so alles einfällt auf dem Weg. Als erstes starten wir aber mit der Sneak Preview. Sneak Preview. Hier hatten wir in Stuttgart den Film Liebe zu Besuch, was schon so klingt wie ein Ladies Night Film. Im Original heißt er übrigens Home Again, und Reese Witherspoon hat hier die Hauptrolle. Die anderen Darsteller, weiß nicht, ich kannte die nicht. Kanntest du da jemanden davon? Ich kannte da auch niemanden davon. Okay, dann ging es nicht nur mir so, okay. Reese Witherspoon hat sich von ihrem Mann, ach ja, gut, Michael Sheen, den kann man ja noch kennen, okay. Aber ach doch, die, Ned Wolf, ja, kannte ich auch. Ja. Also Michael Sheen, die hat sich von ihm getrennt, da sind noch nicht geschieden, aber leben halt getrennt, und ihr Mann ist so ein Plattenproduzent, hier Musikproduzent, der halt immer viel auf Achse ist und dann irgendwo mitten in der Nacht bei irgendwelchen Konzerten ist und dann spät abends nach Hause kommt, und das ist irgendwie alles kein richtiges Leben mehr, weil sie hat auch zwei Kinder und so, und aus diesem unsteten Leben ist er eigentlich schon längst raus. Also früher ist er der wohl immer mitgegangen, wenn da irgendwelche Sachen waren, Partys und so. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Und ja, sie hatte da mehr oder weniger auch ihr Leben ein bisschen aufgegeben gehabt für das ihres Mannes. Stellt dann aber fest, dass es halt doch nicht mehr so das Wahre ist. Und lässt ihn in, ich glaube, New York war das, ne, zurück. Ich glaube, ja. Und zieht wieder zurück nach Los Angeles. Und jetzt kommt was Besonderes in diesem Film, denn sie ist die Tochter eines bekannten Regisseurs, der in Los Angeles, also in Hollywood, sehr angesehen ist, und man kennt auch ihren Namen. Sie ist auch damals, als der Regisseur sehr erfolgreich war, ist sie dann auch immer mit in der Presse gewesen, wenn der Regisseur sie irgendwie auf dem Schoß hatte oder sowas, und der hat einige ziemlich gute Filme gemacht, und dadurch kennt man sie halt, und sie lebt halt auch noch so ein bisschen von diesem ganzen Ruhm. Also sie muss nicht am Hungertuch nagen, ihr geht's gut, sie hat ein tolles Haus und halt die zwei Kinder, um die sie sich da kümmern muss, und hat das alles ziemlich gut in der Hand. Und irgendwann, also sie versucht dann so ein paar eigene Karrieren zu starten, da erfahren wir auch ein bisschen was in der Vergangenheit so versucht hatte, und das ist alles hat nicht so ganz geklappt. Jetzt versucht sie es mal so als Innenarchitektin für so Stars und so. Quasi die Wohnung mal ein bisschen einrichten. Das hört man immer bei den Stars, dass die sich ja mal irgendwo ein neues Haus kaufen. Und in Amerika, dann übernimmt man ja gleich entweder die Möbel mit, sodass man halt, wenn man nicht denselben Geschmack hat, dann braucht man jemand oder muss es halt selber alles irgendwie umstylen. Und ja, das funktioniert aber auch nicht alles so wahnsinnig toll, was sie da macht. Und irgendwie laufen ihr mal, weiß gar nicht mehr, wo haben die sich kennengelernt? Wo hat die drei Filmemacher auf einer Party, ne? An ihrem Geburtstag in der Bar. Ja, genau. Die feiert ihren 40. Geburtstag in der Bar, in der Disco. Und dann wird sie angemacht von einem, ja, von der wirkt schon etwas jünger als sie, ne, aber das ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. Und den nimmt sie dann auch mit nach Hause, und die anderen, seine zwei Freunde und ihre Freundin, die kommen auch mit zu ihr, und die übernachten aber dann irgendwie im Wohnzimmer, findet sie die dann früh. Und sie versucht dann mit ihm was zu starten im Schlafzimmer. Das klappt aber nicht so ganz, weil der doch ein bisschen viel getrunken hat und sich dann übergeben muss und so. Wird aber Gott sei Dank nicht gezeigt. ja, und als sie dann natürlich dann aufwacht und sieht, wie jung der eigentlich ist, da ist so ein bisschen so Walk of Shame. So das, ja, dann überlegt sie, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war. Und
In dem Gespräch, was sie dann früher haben, stellt sie dann fest, dass die drei wohl gerade bei ihrer Wohnung rausgeflogen sind und die haben ein Filmprojekt, was sie umsetzen wollen. Sie haben schon einen Kurzfilm gedreht gehabt, der großen Anklang gefunden hatte auf irgendeinem Filmfestival, was irgendwie so ein bisschen klingt wie Sundance oder so. Hat natürlich nicht denselben Namen hier im Film. Und sie suchen jetzt quasi Sponsoren und Produzenten für die langen Versionen von diesem Film. Die drei Jungs, einer davon ist quasi der Produzent, der andere ist der Hauptdarsteller und der dritte ist dann der Regisseur. Und sie sitzen aber halt auf der Straße und sie lässt sich dann halt erweichen, dass sie das Gästehaus, was sie auch hat, den dreien überlässt. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die drei jungen Kerle quasi ihr Leben ganz schön durcheinander bringen, weil die sind doch irgendwie ganz anders drauf so ein bisschen als sie und von ihrer Art her. Und für den einen, da schwelt auch immer noch so ein bisschen erotische Spannung zwischen ihr und ihm. Und und in ihrem Freundeskreis, da ist auch alles ein bisschen... Was natürlich noch mit dazu kommt, dass die drei Jungs auch ein absoluter Fan sind von ihrem Vater. Zuerst wissen sie ja gar nicht, dass sie die Tochter von dem besagten Starregisseur ist und irgendwann finden sie es dann aber raus und die sind totale Fans von dem seinen Werken und kennen alles in- und auswendig und da gibt es dann tolle Szenen, wo sie dann im Garten dann mal so einen Projektor aufbauen und sich da die alten Filme angucken und die Töchter von ihr, denen tut das auch sehr gut, dass die ja doch relativ jungen Männer dort mit eingezogen sind, weil die sind halt ähnlich auf der Wellenlänge. Die eine hat zum Beispiel ein schwieriges Schulprojekt vor sich, wo sie größere Angst hat. Da wird sie dann von dem einen maßgeblich dann unterstützt. Und ja, die kleinere findet das sowieso ganz toll, dass die da sind, weil es ist halt dann immer jemand da, so zum Abholen oder quasi, was sonst immer die Babysitterin gemacht hat. Das übernimmt dann halt einer von den dreien. Und parallel dazu versuchen die halt ihr Geld für ihren Film zusammenzubekommen. Und man könnte jetzt denken, so, okay, die wollen Geld zusammenbekommen und die ist Tochter vom Regisseur und so weiter. Ich ahne schon, wie das ausgeht. Ich kann nur sagen, nee, es geht auf jeden Fall nicht so aus. Das ist, der findet einen ziemlich guten Weg, der Film, und geht irgendwie ganz anders aus, als man eigentlich dachte und lässt ganz bewusst so bestimmte Plotlines offen, wo man dachte, ich weiß genau, in welche Richtung das jetzt geht und den Weg schlägt er dann aber nicht ein. Das fand ich ganz, ganz nett. Und wie fandst du so? Ich fand den total charmant, den Film. Ich fand es auch, fand die drei Jungs einfach auch herrlich süß irgendwie. Die haben sich da so ein bisschen auch in dieses Leben mit eingefunden, haben versucht, da zu helfen und die Kinder zu unterstützen und die Alice zu unterstützen. Und ich fand das einfach so goldig, wie quasi aus diesen eigentlichen Fremden wie so eine Mini-Familie geworden ist. Und das fand ich ganz, ganz, ganz schön gemacht. Auch cool fand ich dann, dass eben der Vater der Kinder dann auch noch auftaucht für größere Rollen quasi, größere Auftritte. Das hat dem ganzen Film dann auch ein bisschen einen kleinen Pep gegeben, weil er dann der quasi der Ex und der Neue unter einem Dach wohnten. Das fand ich echt schön gemacht. Und wie gesagt, also außer Reese Witherspoon kannte ich halt klar noch den Vater von den Kindern und Nate Wolff, den ich ja vor kurzem erst bei Death Note gesehen hatte. Fand ich schön, dass der auch was Normales spielen kann. So mal so sagen. Ich fand den eigentlich ganz charmant. Der war sehr lustig. War schön erzählt. Ich mag Reese Witherspoon. Also ich bin ein kompletter Reese Witherspoon-Fan. Vom Anfang an hat die immer irgendwelche coolen Rollen gehabt. Irgendwas Lustiges, irgendwas Trashiges. Oder auch richtig ernsthafte Rollen. Und jetzt hat sie halt ein Alter erreicht. Da spielt sie halt grundsätzlich immer irgendwie die Erwachsene mit ihren Kindern, die Mutter. Und ich finde, diese Rollen stehen ja auch sehr gut. Und das macht sie auch gut. Also ich fand den Film... Alles in allem. Ja. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich auch, ja. Ich hatte ja von irgendjemand gesagt bekommen, irgendjemand hatte den schon gesehen, irgendwie in den USA oder so. Und da habe ich ja irgendwie eine ziemlich verheerende Vorschau bekommen. Aber das zeigt sich mal wieder, man darf sich eben nicht darauf verlassen, was andere sagen.
Außer, liebe Hörer, ihr dürft euch darauf verlassen, was wir sagen. Das könnt ihr. Ja, natürlich. Das stimmt auf jeden Fall. Bloß was anderes. Nee, ist halt immer ein persönlicher Geschmack. Ne? Und da hat mir halt ist mir halt berichtet worden von einer, die totaler Reese Witherspoon-Fan ist und da gleich reingegangen ist in den Film und war dann irgendwie total enttäuscht. So, ah, das ist der schlechteste Film, den sie je gemacht hat und so. Und da hatte ich schon gedacht, um Gottes Willen, wenn der jetzt kommt. Aber der war echt, war halt so ein Feel-Good-Film. Der hat jetzt nicht so, ja, irgendwie so ein nennenswertes Drama hat er nicht gehabt. Da gab es natürlich so ein Drama, das war voraussehbar, was da kommen wird. Das war irgendwie, ja, das unvermeidlich, dass es so kommen musste, ja, aber das war jetzt nicht so schlimm irgendwie. Man wusste ja, dass sich das alles irgendwie wieder einrenkt. Und ja, sehr, sehr charmant gespielt von allen. Das war jetzt nie irgendwo irgendwie drüber oder gab es jetzt nie so einen Punkt, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ja, das Kotzen haben sie nicht gezeigt, also gab es auch nie nennenswert, sag mal, Themen für Erwachsene in dem Film oder wo man sagt, das könnte man jetzt zum Beispiel Kindern nicht zeigen, ne? So, das war halt wirklich ein durchweg netter Film. Ja, mehr kann man es nicht sagen. Ja. Es war jetzt nicht ein riesen, ich muss mal gesehen haben, unbedingt. Und aber ich denke mal, die Ladies' Night, die wird das durchaus begeistern, bundesweit, ja, wenn das irgendwo läuft. Ich fand es auch schön. Die Jungs, die sind ja jetzt auch nicht gerade unhübsch. Die kann man ja auch gerne mal angucken. Ja, der eine, also der läuft ja öfter mal oben ohne rum. Der. Ja, wobei ich den total unattraktiv fand. Ja, das stimmt. Der war ich fand den George, der schreibt. Der war sympathisch. Den den fand ich auch von allen dreien am hübschesten. Weil, also du hast vorhin gemeint, die wären alle Freunde, aber das stimmt nicht ganz. Der Teddy und der Harry, die beiden Dunkelhaarigen, sind Brüder. Ja. Genau. Und der George ist quasi ein Kumpel von denen. Und ich fand den noch am hübschesten. Ja, hat mich immer die ganze Zeit so ein bisschen an Entourage erinnert. Bei der Serie ist ja auch so, sind ja auch zwei Brüder und gut, da sind es aber noch mehr. Und die haben ja auch mal so einen Film gemacht, der im Feuilleton anerkannt war. Brooklyn Boulevard hieß der. Und da haben sie dann später dann versucht, irgendwo das Geld zu bekommen, um den quasi aufzublasen. Da war schon ein bisschen, ja, abgekupfert war das schon, aber in einer ganz netten Art und Weise und hat sich ja nicht zu sehr darauf fokussiert. Wobei ich das ein bisschen schade fand, weil für mich als Film-Nerd und Film-Geek, da hat mich natürlich das ganze Thema mit Film und, was weiß ich, Regisseur und hat mich natürlich sehr interessiert. Das haben sie aber nicht ganz so in der Tiefe behandelt. Das war eher so ein bisschen so ein Aufhänger. Aber sonst, ja, war echt cool. Gab es schöne Szenen drin, auch so Szenen, wo man so die Liebe zum Film gesehen hatte, wo die dann in diesem Raum sind, wo die zu zweit im Raum sind, der eine, der Regisseur und sie halt. Und er beschreibt dann halt so, welche Filme er gesehen hat und wie begeistert er ist, wo er die einzelnen Sachen entdeckt und das Drehbuch und so, ja. War schon echt cool. Ja, aber jetzt der ganz große Wurf ist es nicht, aber kann man durchaus mal gucken. Und gerade in der Sneak Preview sind wir wesentlich Schlechteres auch gewöhnt. Gott, und da ist das schon. Der Film tut definitiv nicht weh. Ja. Wir hatten schon Filme, die haben mehr weh getan. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Jetzt versuche ich hier mal bei Facebook zu gucken, was ich da gegeben habe. Ich glaube, ich hatte so, weiß nicht, 6 Punkte oder so jetzt. Ich glaube, hasch. Ich gucke mal nach, ob meinem 8 sogar. Das wär, nee, 6. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, 6 Punkte, genau. Genau. Also nach einer Woche, weil ich vote immer gleich, nachdem die Kate oder der Chris die Abstimmung online stellen. Und dann überprüfe ich mich selber immer nochmal, wie der Film bei mir die Woche über gealtert ist. Ob ich dann sage, ach nee, jetzt, ja, in der Nachbetrachtung war der doch keine 8 Punkte wert oder so, 6 Punkte oder so. Oder ich müsste ihn hochstufen, vielleicht sogar. Aber nee, hier bleibt es dabei. 6 Punkte. Also ein bisschen über dem Durchschnitt, aber so der Riesenwurf nach oben ist nicht. Aber definitiv gutes Sneak-Material und gutes Ladies' Night-Material. Und du hattest? Wo sehe ich deins? Ich habe ihm 7 Punkte gegeben. 7? Ach, da bist du der Einzige mit 7, ja. Weil die anderen 8 haben welche gegeben auch. Also liegt eigentlich alles so, ja, nee, gut, wollte ich gerade sagen, alles über 5, aber haben 2 Leute haben auch 4 Punkte gegeben. Ja. Und 5 Leute haben auch nur 2 Punkte gegeben. 2? Ach ja, hier, ach so, das ist ja nicht sortiert. Okay.
Ja, ich sehe es auch gerade. Zwei Punkte. Fünf Personen. Krass. So schlecht war er auch nicht. Ich gucke gerade mal, es waren nur Männer, die die zwei Punkte gegeben haben. Hier. Ja, gut, okay. Ja gut, Chris und ich, wir haben 6 Punkte gegeben, sind auch Männer. Ja, egal. So, aber wenn wir einmal die Facebook-Seite aufhaben, wie sieht denn der Tipp aus für die nächste Woche? Der Tipp für die nächste Woche lautet, auf ein letztes Mal. Da hat man irgendwie... Es wurde fleißig getippt. Genau, da hat ja irgendwie der Erste, der getippt hat, hat ja irgendwie, der muss noch im Kino gesessen haben, als er getippt hat, oder? Ja, glaube ich auch. Der hat um kurz vor 10 getippt. Also der hat noch während dem Film getippt. Während der Film lief. Was hat er denn getippt? Und zwar hat er getippt Saw 8. Könnte natürlich sein, ne? Könnte natürlich sein, einfach aus dem Grund, weil Saw, ich glaube ja tatsächlich gehört zu haben, aber das habe ich ja schon bei den letzten Teilen gedacht, dass der 8. Teil tatsächlich jetzt ist der letzte sein soll. Der allerletzte. Ich dachte eigentlich, der 7. ist der letzte. Das machen die immer irgendwie so. Ich weiß auch nicht, das scheint jetzt so Mode zu sein. Jay-Z hat auch schon zum 6. Mal sein letztes Album rausgebracht und so. Und ja, ich weiß auch nicht. Also mit diesen Filmreihen, ja, das ist der letzte. Und Dann wurde noch getippt Polaroid. Ich schaue mal gerade mal, um was es da geht. Die Schülerin Bird hat nicht besonders viele Hobbys in ihrer Lippenabstand. Okay, die Hobbyfotografin. Und eines Tages bekommt sie einen Job in einem Antiquitätenladen und stolpert dort über eine Sofortbildkamera. Das ist ein Horrorfilm. Da geht's ganz doll um Mord. Ist doch leid. Und zwar, wenn sie ein Foto macht, stirbt diese Person. Das ist ja fast wie Death Note. Auf grauenvolle Weise. Ist ja fast wie Death Note. Irgendwie schon. Also nicht sofort, aber auf kurze Zeit später. Das sieht aus. Okay. Aber auf ein letztes Mal, was hat es damit zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht ist da im Trailer irgendwas, aber den können wir jetzt nicht gucken. Der Thomas, der erste Thomas Jeschke, der hat auch noch Fuck You Goethe 3 getippt. Oh, stimmt. Ein bisschen weiter unten. Meine Tipps waren Flatliners, weil die versuchen ja quasi sich umzubringen und dann irgendwie dann rechtzeitig wieder zurückzuholen, damit sie ins Leben wieder zurück können, um da eben diese Nahtoderfahrung zu machen. Und zumindest in dem Originalfilm, da hieß es dann, dann tasten die sich ja immer weiter vor und probieren es immer nochmal, ne? Könnte ja sein, auf ein letztes Mal oder so. Weil dann gab es irgendwas, dass es noch irgendwie einmal und dann richtig, richtig weit, um dann irgendwie diese Dämonen da zu besiegen, die sie erweckt haben. Vielleicht, weiß ich nicht. Dann hatte ich noch irgendwie Happy Death Day. Da ging es irgendwie darum, so eine Art und täglich grüßt das Murmeltier, bloß dass halt am Ende des Tages quasi die hat, glaube ich, Geburtstag und die stirbt aber am Ende des Tages und muss halt versuchen, ihren eigenen Tod irgendwie Stellt schon mal so einen Film? Ja, das war diesen unsäglich langen Titel? Ja, genau. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Bloß da war es ja irgendwie nicht so, Naja, und dann habe ich noch Battle of the Sexes gegen jede Regel. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, worum es da ging. Von den Kritikern gefeiert im Zuge der sexuellen Revolution auch schon. Da geht es um irgendeinen so Zocker, genau. Und die, ja, das ist doch mit wie heißt er? Ja. Emma Roberts. Emma Stone und Steve Carell. Emma Stone, genau. Produziert hat unter anderem Danny Boyle mit. Und da geht es irgendwie, ist glaube ich ein Tennismatch irgendwie, wo die quasi ein für alle Mal das ausfechten wollen. Da spielt glaube ich ein Mann gegen eine Frau dann Tennis oder irgend sowas. Deswegen hätte ich gedacht, ja, auf ein letztes Mal. Vielleicht. Morgen wissen wir mehr. Falls ihr, liebe Hörer, noch Gedanken dazu habt, vielleicht sagt ihr, Mensch, sind die doof hier oder gibt es doch den und den Film, der passt da wie die Faust aufs Auge.
geht mal in die Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe und schreibt das einfach mal rein. Ihr müsst ja nicht in Stuttgart in die Sneak gehen. Könnt ihr einfach so mal mitmachen. Ist immer ganz spaßig, um dann zu sehen, wer es dann richtig hatte. Letzte Woche war ich es wieder. Wäre doch mal schön, wenn es mal jemand anders wäre. Genau, Liebe zu Besuch hatte ich getippt. Jawohl. So, dann sind wir mit dem Thema Sneak soweit durch. Obwohl, wenn wir einmal in der Sneak-Gruppe sind, dann ziehe ich mal ein Thema vor, was ich weiter unten habe. In unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe habe ich einen Beitrag geteilt, der heißt Moviepilot präsentiert Deutschlands Lieblingskino 2017. Und zwar hat, wie der Titel schon sagt, Moviepilot so ein Voting aufgelegt. Da könnt ihr abstimmen, was euer Lieblingskino ist. Und das ist echt easy peasy. Das ist in einer Minute erledigt. Das Ganze ist jetzt nicht so, dass ihr euch dadurch seitenweise Umfragen durchklicken müsst und auswählen müsst. Ihr geht einfach da auf die Seite, die ich verlinkt habe, in der Metropol-Sneak Facebook-Gruppe. Klickt einfach da drauf, hier auf dieses Banner. Da müsst ihr nur eure Stadt auswählen, also in unserem Falle Stuttgart. Da sind alle möglichen Städte von ganz Deutschland sind da drin. Und ich mache das jetzt gerade mal hier mit. Ich hab ja schon mal abgestimmt. Es geht bestimmt dann nicht nochmal Stuttgart so. Da gibt es zum Beispiel hier in Stuttgart, da klappt dann das zweite Menü auf. Wähle dein Lieblingskino. Da gibt es hier Altes Schloss, Atelier am Bollwerk, Cinema, Cinemax Liederhalle, Corso, Delphi, EM, Filmgalerie und so weiter. Da wählt ihr einfach das Metropol aus, wenn ihr gerne in die Metropol-Sneak geht. Tragt euren Namen ein, E-Mail-Adresse und ja, klickt dann auf Akzeptiert die Teilnahmebedingungen und klickt auf Absenden. So, das war's. Mehr ist es nicht. Und vielleicht wäre doch cool, wenn da das Metropol-Kino in Stuttgart ein bisschen landesweit ein bisschen Anerkennung bekommt und dann irgendwo in der Rangliste vielleicht weiter vorne oder vielleicht sogar auf Platz 1, wer weiß, je nachdem, wie viele hier mitmachen. Das wäre doch ganz nett. Ja, ansonsten, wer natürlich zuhört, wer ein anderes Kino geht, ihr dürft natürlich auch euer Kino, aber wäre natürlich schön, wenn ihr irgendwie eine zweite E-Mail-Adresse habt, wo ihr für unser Kino stimmen könnt. Jo. Okay. Ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Kingsman 2 The Golden Circle. Und ja, läuft ja aktuell noch im Kino. Und den ersten Teil habe ich ja gesehen, war ich ja so begeistert von dem Sprachfehler von Samuel L. Jackson und wie er da so seine Rolle gespielt hat. Jetzt in dem neuen Film, der neue Film beginnt mit einer wahnsinnigen, halsbrecherischen, total übertriebenen Actionsequenz, wo ich schon gedacht hatte, boah, der Film macht es mir schwer. Also habe ich schon gedacht, ob das was wird. Ich glaube, die Fortsetzung wird nichts. Aber Gott sei Dank hat der Film dann noch eine Kurve gekriegt. Es ist dann so, dass alle möglichen Geheimagenten und Niederlassungen und Verstecke von den Kingsmen werden ausgelöscht von der besten Drogenhändlerin der Welt, gespielt von Julianne Moore. Das ist kein Spoiler, das sieht man gleich am Anfang. Die hat ein riesiges Anwesen da mitten in irgendeinem südamerikanischen Land, wo sie wahrscheinlich auch ihre Drogen da hauptsächlich anbaut. Und die ist Leiterin der Organisation The Golden Circle. Das ist quasi diese verbrecherische Organisation, die wird von ihr gesteuert und die hat dafür gesorgt, dass eben die ganzen Niederlassungen der Kingsmen vernichtet werden und damit auch sehr, sehr viel Manpower von den Kingsmen. Also da sterben einige Leute gleich mal am Anfang, die man eigentlich aus dem ersten Teil glaubt gut zu kennen und denkt eigentlich, ja, die sieht man jetzt bestimmt wieder, aber die sind dann gleich, die sieht man mal kurz, freut man sich, und dann sind sie aber weg. Und ja, unser Hauptdarsteller, der Taron Egerton heißt er, glaube ich, der überlebt aber und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen kann, wer noch überlebt. Ich glaube, den einen sieht man ja schon auf dem Poster. Also, dass Colin Firth dann irgendwie noch überlebt hat, aber der hat eine ziemlich coole Rolle. Der taucht erst so nach ein paar Minuten wieder auf und ist von jemand anders gerettet worden, denn die Kingsmen haben da so einen Notfallplan, so einen Doomsday-Plan, wie sie es nennen. Da gehen sie halt dahin und finden in ihrem, ist ein riesiger Safe, den sie erstmal aufmachen müssen und die denken da Wunder, was da drin ist. Neuaufbau der Organisation oder irgendwas. Öffnen dann den Safe, da ist nur eine Flasche Schnaps drin. Und dann folgen sie aber der Spur dieser Flasche Schnaps, nämlich wo die herkommt.
und stoßen dann auf den auf so einen amerikanischen Geheimdienstableger, der auch so undercover arbeitet, und der befindet sich halt in so einer Schnapsbrennerei, während die Kingsmen sind ja in einer Schneiderei angesiedelt, in diesem Anzugschneiderei, ne? Und die US-Organisation ist halt da in der Schnapsbrennerei, und da sehen wir dann auch zum Beispiel Channing Tatum oder so oder Halle Berry, die dort arbeiten, und da gibt es dann etliche Kabbeleien auch zwischen Amerika und England, so diese verschiedenen Ausdrücke, die es da teilweise gibt, oder verschiedene Arten an Sachen heranzugehen, und ja, da müssen sie sich halt irgendwie dann zusammenraufen, um dann gegen die Bösen dann zu kämpfen, da dieses bösen Kartell von geleitet hier von Julianne Moore gegen Golden Circle, und das ist wirklich wieder extrem cool gemacht. Also wenn man diese völlig übertriebene, für mich irgendwie dermaßen trübe Action-Szene am Anfang irgendwie durchgestanden hat, dann wird der Film richtig cool. Und ich fand den echt nett. Kann man durchaus gucken. Wundert mich jetzt nicht mehr, dass der so lange jetzt schon in den Kinocharts vertreten ist. Kann ihn durchaus empfehlen. Wenn ihr den noch irgendwo mitnehmen könnt, der läuft ja jetzt in den meisten Kinos nicht mehr so in den ganz großen Sälen. Den kann man ja meistens für ein bisschen weniger Eintrittsgeld irgendwo angucken. Bei uns lief der hier in dem kleinen Kino um der Ecke da. Und ja, da kostet halt nicht so viel. Ja, von mir Empfehlung, also actionmäßig ganz gut unterwegs. 7,5 von 10. Kingsman 2. Golden Circle. Den will ich auch noch sehen. Ja, dann guck mal. Jetzt ist er bald aus dem Kino raus. Ich kann mal kurz gucken, wann der hier auf Disc oder so oder im Streaming erscheint, falls ich das irgendwo auf die Schnelle hier finde. Mal gucken, Kingsman 2, The Gold Circle. Ich vertraue da auf Sky, dass die das bald bringen. Bei dem Buchhändler, bei dem Internetbuchhändler unseres geringsten Misstrauens hier. Hier steht, 28. Februar kommt das erst. Hui. Was? Ja, auf Disc. Donut-Kino. Ja, läuft ja noch. Okay, dann kann man nämlich gleich mal gucken, wo der sich so in den Charts in etwa einordnet. Kinocharts und Neustarts. Oh, ist doch noch relativ hoch, vertreten sich gerade. Auf Platz 10 hier in Stuttgart in den Kinocharts. High Society, Gegensätze ziehen sich an. Auf Platz 9, Captain Underpants, der super tolle erste Film. Platz 8, der Lego Ninjago Movie oder Ninjago Movie. Soll übrigens sehr schlecht sein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ist das ein Kommentar gewesen hier von dem einen? Das muss ich mal kurz gucken. Ansonsten sage ich, versuche ich so aus dem Gedächtnis. Ich glaube, oh, es sind noch viele Kommentare jetzt auf einmal. Waren da heute Nachmittag schon so viele? Nee, das ist als Kommentar. Dann kommen wir nachher dazu. Okay, Platz 7, Victoria und Abdul. Platz 6, Kingsman, Golden Circle. Immer noch gut unterwegs. Platz 5, My Little Pony, der Film. Platz 4, Unter deutschen Betten. Platz 3, Cars Evolution, also Cars 3 Evolution. Platz 2, S. Und Platz 1, Blade Runner 2049. Und in dem Sinne, ja, wer jetzt vielleicht mit dem philosophischen Blade Runner nichts anfangen kann, der geht ja auch ziemlich lang, und nicht so auf Horror steht und keinen Kinderfilm gucken will, der landet zwangsläufig bei Kingsman oder bei American Assassin, der ja Platz 11 ist. Ja, also viel mehr ist da nicht. Übrigens, What Happened to Monday ist auf Platz 13. Ja, also da gibt es halt nicht viel, wer wirklich ein bisschen spaßige Action haben will. Mal so zu nennen. Und die Neustarts hier in Stuttgart, gucke ich auch gleich mal. Es lädt. Hier ist es. Am 19.10. starten hier in Stuttgart folgende Filme. Schneemann, das ist eine Verfilmung nach Joe Nesbo. Von dem hat man ja auch schon einige Filme in der Sneak Preview gehabt. Hier spielt aber Michael Fassbender die Hauptrolle des Hauptkommissars Hole, der einem Serienmörder auf die Spur kommt. Also irgendwie immer, wenn der Winter kommt,
dann schlägt der Serienmörder zu und baut dann irgendwie so Schneemänner aus seinen Leichen und so. Dann noch ein Film, den hätte ich echt gerne in der Sneak gehabt, weil ich glaube, so aktiv würde ich da jetzt nicht reingehen in den Film, aber sah irgendwie ganz witzig aus, der Trailer, aber gleichzeitig auch ein bisschen bäh. Nämlich Geostorm. Das ist ein Katastrophenfilm über einen Wetterkontrollsatelliten, der einen globalen Supersturm auslöst. Und zeitgleich wird ein Attentat auf den US-Präsidenten geplant. Mit Gerard Butler und Ed Harris und Andy Garcia. Und da ist, glaube ich, Roland Emmerich produziert damit. Also der sorgt dann schon dafür, dass das effektmäßig ganz gut aussieht. Ja, hätte ich gerne mal gesehen. Also den merke ich mir auf jeden Fall vor für irgendwie Heimkino oder so. Mal schauen. Oder wenn der hier bei uns in Convestine in einem kleinen Kino läuft. Vielleicht. Es startet auch noch Borg vs. McEnroe. Den hat man ja vor 2 Folgen ausführlich besprochen, weil wir den in der Sneak Preview hatten. Ein quasi über die legendäre Rivalität zwischen Björn Borg und John McEnroe. Und hier wird das Wimbledon-Match 1980 gezeigt im Film. The Square läuft noch an mit Elizabeth Moss und Dominic West. Hat die Goldene Palme gewonnen, ist eine Satire über einen schwedischen Museumsdirektor, dessen Leben völlig aus den Fugen gerät, als sein Handy geklaut wird. Dann Es war einmal in der Indianerland, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Niels Mohl um den 17-jährigen Mauser, der den Sommer seines Lebens verbringt. Dann geschieht ein grauenvolles Verbrechen. Jungle, da hast du ja schon gesagt, ne? Das ist der neue Film mit Daniel Radcliffe, ein Survival-Drama, um eine Gruppe von Touristen, die im bolivianischen Dschungel verloren gehen. Mhm. Der lief auch auf dem Fantasy-Filmfestival. Ah, okay. Clash. Oh, ich sehe gerade, Thomas Kretschmann spielt da auch noch mit. Kretsche. Clash läuft noch an. Ein vom ägyptischen Regisseur Mohamed Diab strickt einen Thriller auf engstem Raum, der vor dem Hintergrund des arabischen Frühlings spielt. So, was haben wir noch? Ein Kinderfilm Meisterspion, Spionageabenteuer um den jungen Tim, der versehentlich einen Geheimagenten aus dem Kälteschlaf weckt und bald einen spannenden Fall lösen muss. Mhm. Ein Anime läuft noch an. Free, Ausrufezeichen, Timeless Medley, Teil 1. Anime, Coming of Age und Sportdrama, das auf der erfolgreichen Serie Free basiert und die Geschehnisse aus der ersten Staffel zusammenfasst. Oh, wenn man das jetzt noch wüsste, was da... Es laufen noch 2 Filme an, für die habe ich keine Beschreibung hier. Bei Kino.de, wo ich das immer raussuche, nämlich Signature Move, soll eine Komödie sein, und The Mole, auch ein Thriller. Thriller. Okay, dann sind wir soweit durch mit den Neustarts und den Charts. Wie sieht's denn im Bereich der Serien aus? Serien. Im Bereich Serien bin ich immer sehr, sehr fleißig unterwegs für unsere Hörer. Ich weiß. Und deswegen habe ich mir auch die neue Netflix-Serie reingezogen. Ich bin jetzt bei Folge 7 von Mindhunter. Und das Problem an Mindhunter ist, ich bin jetzt schon süchtig. Denn es erzählt, also es ist eine Crime-Serie und ich liebe Crime-Serien. Und noch das viel Bessere daran ist, es erzählt die Anfänge des Profiling beim FBI. Das bedeutet, es spielt 1979, also quasi vor der ganzen Geschichte, was jetzt zum Beispiel in Criminal Minds erzählt, wo es richtige Abteilungen für dieses Profiling gibt, ja, sondern da geht es wirklich darum, dass die ersten 2 Agenten sich zusammentun, Bill und Holden, und rausfinden, dass da doch mehr dahinter steckt, hinter solchen Serienmorden, und dass man auch von Häftlingen, die im Gefängnis sitzen, lernen kann. Und auch versuchen kann, die zu verstehen, in Anführungsstrichen, um dann eben schneller herauszufinden, was hinter Intentionen von schrecklichen Mordfällen steckt. Und die beiden kämpfen sich quasi so ein bisschen bei ihrem Chef dadurch, dass sie das machen dürfen, während sie wegen einem anderen Projekt durchs Land ziehen.
Und anfangs ist das alles nur sehr klein und sie dürfen das nur in ihrer Freizeit machen. Und bis dann sie auf eine Psychologin treffen namens Wendy. Die wird übrigens gespielt von Anna Torf, die wir aus Fringe kennen. Aus wie, Fand ich sehr oder? schön, sie wiederzusehen, auch in einer komplett anderen Rolle. Super cool. Also sie treffen dann auch eben auf diese Psychologin und die geht da voll drin auf. Die findet das Thema extrem spannend. Das ist quasi das, was sie schon anfangs hat in ihren Arbeiten niederlegen wollen, aber irgendwie immer nur auf taube Ohren gestoßen ist. Und sie meint halt, dass das eine super Idee ist und dass es wichtig ist, dass das gemacht wird und will die dann so unterstützen. Und aus dieser kleinen Idee mit dem Kellerbüro wird dann was Größeres. Also sie kriegen dann irgendwann Zuschüsse vom Staat und um diese Abteilung eben aufzubauen. Kriegen sogar Mitarbeiter unterstellt. Und es geht halt quasi darum, und während sie eben diese Interviews mit diesen Psychopathen führen, werden sie auch immer wieder von anderen Polizeibehörden angesprochen, ob sie sich bestimmte Fälle anschauen können. Und ich liebe sowas. Ich wirklich. Diese ganze Art, versuchen zu verstehen, was in einem Kopf von so einem Irren vorgeht, finde ich total faszinierend. Deswegen liebe ich ja auch Criminal Minds so. Bei Criminal Minds ist es aber mittlerweile so, dass sie ja, dadurch, dass sie mit den Staffeln schon so weit sind, auch immer mehr Fokus auf die Hauptfiguren gelegt wird. In dieser Serie, in dieser neuen Serie von Netflix wird einfach mehr auf die Story Wert gelegt, weniger auf die Hauptcharaktere. Klar, die werden auch gezeichnet, der Privatleben kommt auch immer mehr, Folge zu Folge kommt immer mehr in Fokus, und wird erweitert, damit wir auch mehr über die Hauptdarsteller erfahren. Aber der Fokus steht tatsächlich immer noch auf diesen Morden und auf diesen Serientätern im Gefängnis. Wie gesagt, ich bin jetzt bei Folge 7. Ich musste für den Podcast die Folge 7 unterbrechen, weil ich sie nicht fertig geschafft habe zu schauen. Oh je. Werde ich aber nachher noch fertig schauen. Es gibt 10 Folgen in dieser Staffel. Hat Netflix meiner Meinung nach grandios gemacht. Finde ich richtig gut. Die Schauspieler sind toll. Der Holden wird gespielt von Jason Groff. Den kannte ich bis jetzt noch nicht. Ist relativ jung. Also ich schätze mal, dass der irgendwas um die 25 bis 30 Jahre alt ist. Sein Kollege, der Bill Tench, wird gespielt von Holt McKellen oder McKellany, irgendwie so. Und das ist eher ein älterer Herr, der ist bestimmt schon um die 45 oder so rum. Ja. Das heißt, wir haben hier einen jungen Wilden, der interessiert ist, der dem Ganzen nachgeht, der sagt, komm, wir machen. Und eben den Bill, der eher so vom Kaliber ist, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung und es wird alles nicht ganz so funktionieren. Jetzt komm mal wieder runter, ich helfe dir zwar, aber jetzt mach mal Piano. Und eben diese Psychologin, die nochmal eine weibliche Nuance reinbringt. Und das, weiß nicht, die drei machen ein ganz cooles Team aus, muss man schon sagen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was die Serien in Folge 10 für einen Cliffhanger haben wird oder eben vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich finde sie super. Abgefahren. Macht einen guten Eindruck. Ich habe jetzt gerade mal Ja, hier ich. das Das macht echt Spaß, das zu so die gucken. Also wirklich. Szenenbilder sehen ganz gut aus, Ja. ja. Ja, und vor allem, es ist halt, wie gesagt, spielt 1979 und das finde ich eigentlich, ist auch sehr gut umgesetzt, also mit den ganzen alten Wegen, also mit alten Autos und diese alten Aufnahmegeräte, die sie haben und ganz am Anfang tut der Holden immer noch alles aufschreiben, bis man dann sagt, sie sollten das vielleicht aufnehmen. Dann hat er so einen riesen Rekorder, mit dem er, den er da rumträgt. Total abgefahren. Und nee, das ist auch richtig, richtig gut umgesetzt. Das Flugzeug auf ganz alt gemacht und das ist echt, die Klamotten, das ist wirklich authentisch. Also man glaubt wirklich, man guckt gerade was aus 1979. Also ich fand's super. Und eben halt die Story an sich. Ich finde es absolut faszinierend. Und kann es nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Weise Crime-Fan ist und vielleicht auch so gerade sowas mag wie Criminal Minds, der ist bei Mindhunter total gut aufgehoben. Ich habe es mir gerade mal markiert hier und auf meine Liste gesetzt. Werde ich mal einen Blick reinwerfen. Aber zuerst will ich mal noch reinschauen in die zweite Staffel von Designated Survivor.
Da war ich ja so begeistert von der ersten Staffel. Und ja, ansonsten habe ich ja einmal Fortsetzung folgt, nehmen wir ja dann wieder auf. Da habe ich auch schon wieder ein paar Sachen geschaut. Ich muss mich ja outen. Ich habe mal über, schon eine ganze Weile her, habe ich mal über Riverdale erzählt, die quasi die Serienadaption zu den Archie-Comics. Die habe ich ja dann, ich glaube, irgendwie nach Folge 7 oder so, habe ich dann abgebrochen und konnte nicht mehr weitergucken. Ich weiß nicht warum. Mir hat irgendwie die Intention gefehlt, da weiterzuschauen. Und dann, als ich gehört habe, dass jetzt eben die zweite Staffel rauskommt, habe ich dann doch nochmal weitergeguckt. Und bin jetzt ganz froh, dass die zweite Staffel nächste Woche rauskommt, weil die erste Staffel hatte doch einen ziemlich guten Cliffhanger. Und es ist mittlerweile, finde ich, muss ich sagen, es ist mehr eine Teenie-Serie geworden. Also es ist zwar immer noch mit diesem Mordfall und so, aber es ist doch schon sehr, sehr teenisch geworden. Und trotz allem, ich fand es ganz cool, das Ende von der ersten Staffel. Deswegen werde ich mir die zweite sicher auch anschauen. Aber jetzt gucke ich erstmal mein Tanta fertig. Genau, mach das mal. Ja, wir haben da, wie ist das, The Glitch oder so? Glitch. Ja, auch nochmal, wo habe ich jetzt das? Ach hier. The Glitch, genau. Eine australische Serie. Irgendwie, wo so Tote wieder zurückkommen. Irgendwie plötzlich Leute wieder auftauchen und plötzlich stehen die alle total dreckig und nackt auf dem Friedhof rum, weil sie alle wieder erweckt wurden und aus verschiedenen Epochen. Die Returned. Ja, genau. Dann The Mist, da hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Hast du ja schon geguckt. Ist ja übrigens offiziell schon, gell? Wird nicht fortgesetzt. Ja. Habe ich gelesen. Netflix wird The Mist nicht fortsetzen. Ich werde auch nach der ersten Folge nicht fortsetzen. Das ist nicht meins. Und Star Trek Discovery. Ja, da hatten wir auch schon. Die vierte Folge ist übrigens wieder totaler Hammer gewesen. Also das wird fand ich auch. Folge zu Folge besser. Also wer da noch nicht reingeguckt hat, selbst wenn es Leute gibt, die jetzt sagen, oh, Star Trek bin ich noch nie, irgendwie habe ich nichts geschaut oder so, die Angst haben davor, man kann eigentlich da reinschauen in dieses, weil das irgendwie völlig neu aufgebaut wird. Und es ist auch kein typisches Star Trek mehr. Es ist ziemlich abgefahren, aber richtig cool. Und hat trotzdem Star Trek Charakter. Definitiv. Aber es ist nicht wie The Next Generation oder so. Das ist wirklich ganz neu und ganz anderes, aber richtig cool. Und es wird immer besser, finde ich. Absolut. Also die Fälle, die wir haben, jetzt haben sie ja fast so eine Art Alien-Fall gehabt hier auf so einem Raumschiff und so. Also Hammerding. Also und auch ein wahnsinnig hoher Production Value, was mich bei The Mist ja total rausgebracht hat, die Effekte waren einfach völlig schlecht. Also diese Nebel. Die ganze Serie war einfach schlecht. Dieses Nebel, das kriege ich hier mit meinem Programm hier, kriege ich ja sowas besser hin, solche Effekte, als was die da hatten. Und nee, dann lieber Star Trek und Designated Survivor. Ja, bei The Mist hatte ich immer das Gefühl, dass es wirklich als TV-Serie ausgelegt für RTL 2. Da wird es aufgehoben, aber nicht bei Netflix. Weißt du, so eine Serie kannst du wunderbar auf RTL 2 zeigen, Mittwoch 20.15 Uhr. Das wird angeguckt. Da waren, glaube ich, ein paar ziemliche Gewaltszenen drin, die kannst du nicht 20.15 zeigen. Eben 22.15 Uhr. Vielleicht eher sowas, da lief mal auf Pro7, lief mal nach, ich glaube, nach Akt X und Fringe oder so, kam das immer in diesem Mystery Monday, hieß das, glaube ich. Da gab es so eine Serie mit irgendwelchen Urzeitviechern, die irgendwie in der jetzigen Zeit unterwegs Primeval. Waren. Ja, genau. Das war ja die auch. Die habe ich geguckt und ich war tot traurig, dass es keine zweite Staffel gab. Und da gab es dann auch noch so eine andere Serie, da haben die dann immer solche Sachen. Da auf diesen Slot würde das gut passen, weißt du, so ab 22 Uhr kannst du sowas zeigen, so ab 16 solche Sachen und. Ja, das geht schon. Also das findet auch sein Publikum mit Sicherheit. Es hat mir bloß halt nicht gefallen. Es war vorher nicht meins. Also das ist ja eher. Ich fand's auch doof. Den ganzen Familienkram da und dann alle so Stereotypen da. Ach nee, ist nicht meins. Naja, okay. Sind wir mit den Serien soweit durch. Und was machst du da? Das rumbelt ja. Entschuldigung, ich lege gerade hektisch mein Handy auf die Seite, denn ich stelle fest, ich habe noch keinen Film. Du hast kein was? Kein Filmrätsel. Ach so, okay. Habe ich vergessen? Naja, dann mach ich nur eins oder so. Ich guck mal, vielleicht finde ich, ob du schneller noch was. Ich habe heute einen kurzen Beitrag zum Thema Games.
Games. Nachdem ich ja hier auch in der Sendung berichtet hatte, dass irgendwie da ein kleines Problem gab mit der Post, die da meinen, sie müssten mein Päckchen mit FIFA 18 oder mein Paket mit FIFA 18 nicht bei mir abgeben, obwohl ich zu Hause war, und auch nicht bei irgendeinem Nachbarn versuchen. Also bei uns wohnen hier echt viele Leute, und wenn man da Samstag irgendwo klingelt, dann ist da meistens jemand da irgendwie. Also, aber da wurde gar nichts versucht. Da hat wahrscheinlich der Fahrer irgendwie gesehen, so, oh, es ist schon spät, nee, lass mal. Also der muss gar nichts versucht haben, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und dann hat das Ding auf die Post gebracht, und dann konnte ich es erst am Montag abholen, und unter der Woche hatte ich noch keine Zeit, mich da irgendwie damit zu beschäftigen. Und wir hatten jetzt aber am Samstag Besuch gehabt, und da war ein Freund von meiner Tochter da, und da haben wir das Ding mal angeworfen, weil der Vater von ihm war da auch dran interessiert dran. Und da haben wir das wirklich mal ein bisschen ausprobiert, das FIFA 18 auf der Nintendo Switch. Und es ist natürlich, wenn man so jetzt den Grafikvergleich sieht, so zu der PS4-Version, da sieht die Grafik natürlich besser aus. Aber das Coole ist halt echt bei der Switch, man kann halt das Ding auch dann im Handheld-Modus betreiben. Man kann es halt mitnehmen, ne? Das ein und dasselbe Spiel. Und gerade so für irgendwie Jungs auf Reisen, also der Vater von dem hat auch gesagt, oh ja, der war total begeistert und hat gesagt, ja, der wird sich da wahrscheinlich auch eine Switch holen. Also das hat ihn auch so begeistert, dass man dann das Spiel gleich mitnehmen kann, so wie es ist. Also man muss dann nicht irgendwie auf einer anderen Konsole dann das Spiel nochmal kaufen, um es irgendwie unterwegs dabei zu haben. Und dafür kann man von der Grafik her durchaus ein paar Abstriche in Kauf nehmen, dass eben nicht die Haare nun ganz perfekt irgendwie aussehen oder irgendwas. Ja, und wir haben dann natürlich auch etliche Partien gespielt, ja, angefangen von irgendwie, wir haben zum einen die Partie nachgespielt vom letzten Freitag, VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln. Das ist leider nicht ganz so ausgegangen wie im echten, sag ich mal, ne? Also ich hab für den VfB gespielt, aber bei mir war Badstuber etwas übereifrig, hat eine glattrote Karte gekriegt, und dann stand ich nur noch zu 10 auf dem Platz und hatte dann ein bisschen zu kämpfen. Also es ist nicht ganz so gelaufen wie in echt, es ist 0-0 ausgegangen. Nee, und dann haben wir auch, man kann ja aber auch... Aber 0-0 zu 10 ist auch gut. Ja, ich habe dann aber, das war, also da waren ein paar Leute, ich musste dann mal wechseln, weil da haben schon wieder viele gelb gesehen gehabt und so. Ich habe da wirklich mit harten Bandagen verteidigt. Genau, nee, was ich sagen wollte, wir haben dann noch zu zweit, also gemeinsam gegen andere gespielt, und dann haben die beide, also der Junge mit seinem Vater, miteinander und gegeneinander gespielt und alles mögliche, auch die diversen Ligen. Also wir haben dann mal mit Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock oder so, da war ja jetzt auch am Wochenende das Spiel, und es macht einfach total Spaß. Und wir haben dann auch mal quasi zu dritt, genau. Bei der Switch hat man ja automatisch zwei Controller dabei, den blauen und den roten, die da an der Seite angedockt sind. Da können ja schon mal zwei Leute spielen. Und ich habe ja noch so einen extra Controller. Der sieht halt aus wie so ein PlayStation-Controller, so ein normaler, ne? Und da kann man halt zu dritt spielen, und da haben wir dann mal zu dritt mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Sportfreunde Lotte gespielt. Quasi, weil wir gedacht haben, okay, jetzt müssen wir wirklich mal, damit wir hier mal einen Stich sehen, müssen wir mal wirklich mit einer ganz guten Mannschaft gegen eine Drittligamannschaft spielen. Und ihr habt verloren, oder? Nee, wir haben es schon ganz gut. Und da haben wir dann total, weil wir konnten sie ja alle nicht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal FIFA gespielt habe. Ich glaube, da habe ich im Games-Bereich noch gearbeitet, und es ist in den 90ern irgendwann gewesen, FIFA 98 oder so. Also ich habe seitdem eigentlich kein FIFA bei der... Ach doch, nee, stimmt nicht. Wir hatten auf der Wii U hatten wir das Wii-Spiel von FIFA gekauft gehabt. Genau, da war noch... Hast du nicht auf der Gamescom letztes Jahr auch? Ja, da... Gezockt? Ja, da habe ich mal gespielt, aber ich sitze nicht... Ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, ich kann das. Also ich weiß nicht, was ich da drücken muss oder sowas, ne? Aber man findet da ja schnell rein, die Lernkurve ist ja da, da stehen ja auch immer so kleine Hinweise dran, jetzt A drücken zum Passen und sowas. Und nachdem wir das mal so ein paar Spiele gemacht hatten, hat man dann schon ein bisschen gute Kombination, also wäre eine echt coole. Ich kann es empfehlen, wollte ich eigentlich nur so sagen, also auf der Switch, und gerade auch nochmal der Hinweis, ja, wer jetzt doch öfters mal unterwegs ist vielleicht, die Switch lässt sich da echt gut mitnehmen, und da kann man halt auch schön unterwegs spielen, oder gerade wer Kinder hat, kann das Ding
den Bildschirm dann hinten in die Halterung, gibt es solche Halterungen für einen Autositz. Und da kann das Kind einen Controller mitnehmen, kann es unterwegs FIFA spielen. Das wird ja geladen mit so einer Art, mit so einem USB-Dingsi da. Da kann man es ja an meisten Autos auch aufladen. Und kann man unterwegs spielen. Oder auch, wenn man mal anhält, kann man dann halt zu zweit spielen. Nimmt einer den einen, nimmt einer den blauen, der andere nimmt den roten. Ja, macht Spaß. Jetzt kommen ja noch mehr Spiele raus. Jetzt ist ja bald Weihnachten, kommt dann das neue Super Mario Odyssey und so. Fetzt. Hat mir gefallen. Ihr habt es auch schon, nehme ich an, oder? Der Chris hat es. Chris hat's. Ich bin ein kompletter Legastheniker, was diese Controller angeht. Also ich weiß, was ich drücken muss, aber meine Hand-Augen-Koordination ist nicht gut genug, um da, gut zu sein. Da kommst du aber rein. Ja, nee. Ich bin froh, wenn ich mit dem Ding, mit dem Controller auf der PlayStation das Netflix ankriege. Okay. Ich war sogar zu blöd, das zu bedienen. Deswegen hat der Chris für die PS3, die ich habe, eine Fernbedienung bestellt. Aha. Also die dann normale Knöpfe hat und nicht so einen komischen Controller. Deswegen, also ich bin da ein sehr großer Legastheniker, was diese Controller angeht. Das ist alles eine Lernfrage. Findet ich hatte schon immer eine Wii. Ja. Da muss man sich nur bewegen, das ist einfach. Ja, ist ja bei der Switch jetzt auch. Da kannst du ja auch, gibt es da so Spiele, da nimmst du halt die kleinen Controller und dann kannst du durch Bewegungen, da haben wir auch One-Two-Switch heißt das, sind so viele kleine Minispiele. Echt lustige Sachen dabei. Ja, oder auch bei Skyrim zum Beispiel. Das ist ja nochmal teilweise umprogrammiert worden für die Switch. Da kann man dann halt, wenn man so Bogenschießen machen will oder sowas, kann man dann die Kontrolle so auseinanderziehen, ne? Wie bei der echten Bogenschießbewegung oder wenn man da mit dem Schwert haut. Ne? Dann schon ganz cool. Jo, also FIFA 18, würde ich mich über Feedback freuen von euch da draußen. Ich bin mir sicher, viele, die uns zuhören, die werden das auch irgendwie in ihrem Schrank stehen haben. Ihr könnt ja mal sagen, ja, welcher Plattform ihr das spielt oder ja, was ihr da schon Cooles entdeckt habt vielleicht oder wie ihr es findet. Ja, das wäre ganz nett. Ansonsten geht's jetzt damit weiter. Rätselecke. So. Müsst ihr ein bisschen Zeit gehabt haben, was rauszusuchen. Ich habe Zeit gehabt und ich habe auch was gefunden. Und ich habe E-Mails bekommen. Ah, genau. Ich habe zwei E-Mails bekommen und zwar also einmal vom Thomas und einmal vom Mike. Und der Thomas tippt bei meinem Rätsel auf Frankenfish und bei deinem Rätsel auf Carrie. Und der Mike hat noch was dazu geschrieben, was ich mir eigentlich immer für komische Filme ausdenke. Er tippt auch auf Frankenfish und auch auf Carrie. Und ich muss bei mir sagen, es ist richtig, es ist Frankenfish gewesen. Und bei dir würde ich auch sofort auf Carrie tippen, ja, richtig? Ja, stimmt, Carrie. War diesmal einfach. Das war einfach, ja. Ja, ja. Aber beide hatten es recht, richtig gemacht. Denn Thomas seine Mail kam diesmal vor Mike. Letzte Woche kam Mike seine vor Thomas. Also Kopf an Kopf rennen. Und was gibt's? Ups, jetzt habe ich gerade einen Schluck aufgehabt. Was gibt's heute? Heute für ein Rätsel. Okay. Vielleicht müssen wir es mal kurz erläutern für die, die es noch nicht kennen. Also wir haben jetzt so, hier so eine kleine Rätselrubrik. Die Kate wird jetzt die Filmbeschreibung zu einem Film vorlesen aus der Fernsehzeitung. Und zwar geht es um einen Film, der an diesem Wochenende, sprich jetzt hier an dem Aufnahmewochenende, 13., 14., 15., 10. irgendwie im deutschen Fernsehen lief. Und genau, also ist irgendwas. Wichtig ist, ich lasse Details weg. Also ich lasse Namen weg oder wirklich Hinweise, wo man sofort weiß, welcher Film es ist, sondern es ist wirklich eine reine, einfache Beschreibung ist. Also deswegen, es klingt nicht immer ganz flüssig, weil ich überlege, wie ich das, den Satz umformulieren kann. Aber so vom Grundprinzip bleibe ich dem treu, was da im Internet steht. Ja, und wer da eine Lösung dafür hat, der schreibt dann einfach eine E-Mail an kate@kinocast.net. Damit, wir hatten ja am Anfang, früher war das so, dass man es als Kommentar schreiben konnte, aber da haben dann viele dann einfach abgeschrieben oder so. Deswegen, ja, einfach kate@kinocast.net, kommt direkt bei ihr raus und sie macht dann die Auswertung. Und jetzt schieß mal los, was hast du denn? Also, sein Vater ist ein ehrgeiziger Lokalpolitiker, der mitten im Wahlkampf steckt und sich nur um seinen guten Ruf kümmert. Sein kranker Sohn ist in einer Klinik geparkt.
bis er abhaut. Und zwar in einem geklauten Auto zusammen mit zwei Mitinsassen. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Das ist ein ganz toller Film. Ich liebe den Film. Wirklich, der ist wirklich richtig toll. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, also wer dazu eine Idee hat, kate@kinocast.net. Und jetzt kommt noch eins von mir. Das lief jetzt nicht heute oder diese Woche im Fernsehen. Das ist ein ganz allgemeines Rätsel. Um welchen Film geht es hier? Die Überschrift lautet Shake Hands. Tatort, die Küche einer Gaststätte. Der unbewaffnete Junkie wird von einem schwer bewaffneten Schurken verfolgt. Der Junkie ergreift ein Küchenmesser, mit dem es ihm gelingt, den Schurken zu verletzen. Dann nimmt der Junkie die Hand des Schurken. Das überlebt der Schurke aber nicht. Ich hab da ja eine Vermutung. Na, da bin ich mal gespannt. Du kannst ja aber nicht selber eine E-Mail schreiben. Ganz höchstens nach der Aufnahme sagen, wenn wir die Aufnahmen beendet haben. Ja. Und wir gucken mal hier in unseren Briefkasten rein. Briefkasten. Es gab ja letzte Woche in der Sendung den Hinweis, dass gerade parallel auf Arte der Film Blade Runner lief, die Originalfassung oder eine der Originalfassungen. Und wir haben es ja während der Sendung nicht so schnell rausgefunden, welche Fassung da nun genau gezeigt wird. Ich habe letztens mal gelesen, es gibt drei Hauptschnittfassungen, die hatte ich ja auch genannt, wobei, also das eine ist die neueste Version ist der sogenannte Final Cut. Dann gibt es den Director's Cut, jetzt alles chronologisch rückläufig sozusagen. Also Final Cut ist die neueste Schnittversion, Director's Cut war vorher. Den gab es auch auf DVD ist der erschienen. Und dann im Kino damals lief halt die Kinofassung. So, und die drei Versionen sind so die Hauptschnittfassung, die es gibt. Dann gibt es noch diverse andere kleinere Änderungen und Schnittfassungen, die sind aber jetzt nicht so. Und meines Erachtens ist es ja besser, wenn man bei Blade Runner mal einsteigen will in das Thema, wenn man wirklich die originale Kinofassung guckt. Und da kann man auch entweder es gibt eine europäische Kinofassung und eine US-Kinofassung. Bei der US-Kinofassung, da sind halt so Gewaltsachen drin halt. Oder was heißt Gewaltsachen? So viel ist ja da nicht. Aber dann sieht man halt irgendwie so eine Zehntelsekunde mehr, wie irgendwie eine Frau durchs Glas fällt oder irgendwas. Oder ein Schuss, quasi so ein Schusspäckchen bei ihr explodiert vorne am Bauch oder so. Und in der europäischen Fassung sind halt da ein paar, weiß nicht, Sex kann man auch nicht sagen, es war ja damals auch nicht so dramatisch, aber es sind halt so ein paar Szenen drin, die vielleicht in die Richtung tendieren. Also am besten die Original-Kinofassung, sei es nun die US oder die europäische, weil die hat noch diesen Off-Dialog, wo Harrison Ford so ein bisschen in die Geschichte einführt. Das fehlt in allen folgenden Schnittfassungen. Das heißt, diese einleitende Geschichte, was sind Blade Runner, was hat er früher gemacht, wie ist er dazu gekommen und diese ganzen Sachen fehlen halt sonst, weil wird man einfach reingeschmissen, die Geschichte wird halt erwartet, dass man es kann. Lange Rede, kurzer Sinn, Thomas Holmer hat gesagt, Arte zeigt die Originalschnittfassung von Blade Runner, Steff hat kommentiert, nein, es war der Director's Cut, die Original-Kinofassung ist nirgendwo mehr zu bekommen, nur wenn man viel Geld ausgibt oder jemanden kennt, der sie hat, ich habe sie. Es gibt eine Blu-ray-Set, da sind alle Schnittfassungen drin. Deswegen habe es der Steff auch schon angeboten, ist auch schon auf dem Weg zu ihr. Ich leihe dir das mal aus. Ich hoffe, ich krieg's wieder. Wenn ich hier lese, dass es viel Geld wert ist, dann muss ich vielleicht mal überlegen, was ich da tue. Aber bei der Steff habe ich da absolut kein Bedenken. Sie hat auch berichtet, dass in Reutlingen lief Borg vs. McEnroe. Hat sie sehr, sehr viel kommentiert. Also zum einen hat sie mit Tennis nicht so viel am Hut. Sie versteht nicht die Punkterechnung, wie so 15, 30, 40 und so weiter. Es gibt auch keine Erklärung für die nicht mit Tennis so was am Hut haben. Genau, und sie kannte auch die Personen nicht. Und deswegen hat sie natürlich der Film sehr schwer gemacht. Sie hat auch die Kameraführung genervt. Nahaufnahmen, Wackelkamera. In einen ruhigen Film wurde künstlich Unruhe reingebracht. Zumindest kein Totalausfall, meint sie, und sie hat was dabei gelernt. 4 von 10 Duelle auf dem Center Court. Und sie hat Star Trek angefangen zu schauen und sie findet es bis jetzt super.
sie ist recht spät überhaupt zu Star Trek gekommen, hat am liebsten die Next Generation. Discovery hat auf jeden Fall schon mal ähnlich sympathische Charaktere. Ich glaube, da sind noch nicht bei der dritten Folge. ich möchte wirklich wissen, wie es mit denen weitergeht. Gerade der Mystery-Aspekt macht es für sie noch spannender. Einzig die allererste Szene des Piloten fand ich total blöd. Das war total amerikanisch und die oberste Direktive der Sternflotte wurde einfach mal kurz ignoriert, obwohl man noch darüber geredet hat. Aber war das nicht so? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich gucke ja gerade immer noch Enterprise. Also die... wie reiht sich das jetzt wieder ein? Enterprise spielt ja quasi nach der Entdeckung des Warp-Antriebs, also nachdem quasi, es gibt doch diesen einen Kinofilm, wo auch Saffron Cochran diesen Warp-Antrieb erfindet, wo dann die Vulkanier zu Besuch kommen, wo sagen, okay, jetzt habt ihr den Warp-Antrieb, jetzt können wir uns euch quasi outen, ne? Jetzt können wir zeigen, okay, es gibt Leben da draußen, ne? Weil ihr könnt es auch so selber entdecken, jetzt habt ihr Warp-Antrieb und jetzt können wir euch uns auch zeigen. Und da, kurz danach spielt ja Enterprise, die Serie, die alte. Und da ist es mehrfach ein Thema, dass es eben noch kein Direktiven-Set oder sowas, so ein Regelset für die Raumkapitäne oder überhaupt für die Föderation gibt bei ihren Erkundungsmissionen. Das wird mehrfach gesagt, ja, wir sollten jetzt eigentlich da nicht unbedingt dahin oder eigentlich müssten wir mal irgendwas schriftlich fixieren, wie da in solchen Fällen zu verfahren ist. Und ich dachte eigentlich, dass Discovery spielt doch eigentlich nach Enterprise. Ja, nach Enterprise und vor Captain Kirk, oder? So habe ich es auch verstanden. Genau, also könnte es natürlich sein, dass es da auch diese oberste Direktive noch gar nicht gibt. Ich kann mich jetzt daran nicht mehr erinnern, was aber, da in Piloten gesagt wurde. Aber es wird von der obersten Direktive gesprochen. Ah, okay. Der Captain und ihr erster Offizier Michael, die haben ja die Diskussion, wie sie jetzt zu verfahren haben. Und da wird dann gesagt, bezüglich der obersten Direktive, wir greifen nicht an. Okay. So, wir schießen nicht zuerst, wir kommen in Frieden. Und, gut, das ist aber nicht die oberste Direktive. So. Die oberste Direktive ist doch eigentlich die Nicht-Einmischung in andere quasi. Ja, aber dadurch, dass sie ja auf Klingonen treffen, ist ja eh alles anders. Ja? Und dann ist ja die Sache, klar, sie mischen sich nicht ein. Und da gilt dann aber auch, sie schießen nicht zuerst. Vielleicht ist das, vielleicht ist das auch irgendwie Lost in Translation gewesen oder so. Vielleicht meinen die gar nicht die Direktive in dem Sinne, die wir jetzt als oberste Direktive meinen, sondern vielleicht haben die den Befehl, eben da nicht anzugreifen oder sowas, aber jetzt das, was wir jetzt als oberste Direktive kennen, dieses sich nicht in fremde Kulturen einzumischen und wenn die noch nicht den Warp-Antrieb entdeckt haben, das greift ja da in dem Fall auch nicht. Wer weiß, aber gibt es bestimmt, bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo ein Wiki gibt oder ein Blog, wo das Ganze beschrieben wird hier in Star Trek Discovery. Da gibt es doch so viele, die sich mit den Themen intensiv beschäftigen, die im Star Trek-Universum spielen. Der Thomas Holmer hat auch noch geschrieben, er hat schon beim letzten Mal geschrieben, wie gut er die Serie findet. Er hat bis jetzt alle Folgen gesehen und für ihn ist es wie damals bei Lost. Die Serie baut sich sehr stark auf und ach genau, weil die Steff noch gesagt hat, es wäre vielleicht was mit Star Trek Unlocked. Vielleicht für die, die es nicht kennen. Ich mache ja bei so einem Serienpodcast mit und der heißt Fortsetzung folgt. Und der ist vor ein paar Jahren aus der Taufe gehoben worden. Und es ist quasi das Nachfolgeprojekt von einem Lost-Podcast, den wir da gemeinsam hatten. Wir haben damals als Lost quasi immer live gesendet wurde oder als immer neue Folgen rauskamen von der Serie Lost, die ja sehr viele begeistert hat, die Mystery-Serie. Da gab es ja sehr viel Raum für Diskussionen. Und genau, da haben wir uns dann immer quasi Tag nach Erscheinen der neuen Folge zusammen telefoniert über Skype damals und haben die neue Folge ausgewertet und haben halt ja zum einen so ein Recap gemacht, was ist in der Folge passiert, zum anderen haben wir überlegt oder haben wir diskutiert, die Folge einzuordnen.
ja, was bedeutet das und was bedeutet diese Aktion und was steckt dahinter, und dann natürlich auch immer wieder ein bisschen versucht zu prognostizieren, in welche Richtung geht das jetzt, was wird uns in der nächsten Folge erwarten und so. Und ja, das haben wir die ganze Zeit durchgehalten, und dann war ja irgendwann Lost zu Ende, dann haben wir gesagt, saßen wir da, was machen wir jetzt? Und weil wir echt eine nette Runde waren, der Daniel, der Alex und natürlich meine gute Freundin, der Annemarie, haben wir natürlich dann überlegt, na, puh, was machen wir denn da jetzt am besten so? Und hatten wir diverse Überlegungen, also es fingen damals gerade keine so richtigen Serien an, über die man hätte lange diskutieren können. Fringe hat ein bisschen Material hergegeben, aber war jetzt auch nicht so. Und dann haben wir uns halt entschieden, einfach einen ganz allgemeinen Serienpodcast zu machen, wo wir ja quasi verschiedene neue Folgen von neuen Serien einfach mal so die ersten ein, zwei Folgen irgendwie gucken, ob das was ist. Und der hieß dann halt Fortsetzung folgt. Deswegen, wie gesagt, der alte mit Lost hieß halt Lost Unlocked. Deswegen hat die Kate, hätte ich beinahe gesagt, die Steff hier geschrieben, Star Trek Unlocked, weil finde ich auch, dass Star Trek jede Folge sehr, sehr viel hergibt, wo man zum einen ein schönes Recap machen könnte, wo man sagen könnte, okay, was ist jetzt alles passiert, weil es passiert in jeder Folge sehr, sehr viel. Und dann natürlich hat alles auch irgendwelche Auswirkungen. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn man sowas machen würde. Vielleicht fühlt sich ja jemand von den geschätzten Hörern dazu berufen, sowas zu machen. Ich glaube, ich würde mir das gerne anhören, so ein Podcast, wenn er jetzt nicht zu sehr von oben herab gemacht ist. Also wenn es wirklich, wenn man merkt, dass da Fans diskutieren. Es gibt ja vielfach so Serien-Recap-Podcasts. Mir fliegen da auch einige manchmal so durch, wo ich dann mal in eine Folge reinhöre und denke ich, oh Gott, wollt irgendwelche Professionellen von irgendwelchen fetten Webseiten meinen, sie müssen da irgendwelche Recaps machen für irgendwelche Serien, und man merkt halt, die Leute haben teilweise keine richtige Ahnung und sowas. Aber es macht dann keinen richtigen Spaß. Ja, jo. Das habe ich auch schon den einen oder anderen gesehen. Da wurde gehört, dass es so dann immer sehr anstrengend dazu zu hören. Also muss man wirklich jemanden finden, der das mit Leidenschaft macht und nicht einfach nur, weil er Bock drauf hat. Ja, ist immer. Ich glaube, was bei uns damals auch so ein bisschen Erfolgsrezept war, war halt, dass wir auch so so einen ähnlichen, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht ganz so viel mehr Wissen hatten wie unsere Hörer. Das heißt, es war nicht so sehr von oben herab, so nach dem Motto, ja, wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihr fühlt euch, ihr könnt dankbar sein, unseren Podcast zu hören, sondern es war halt, da waren halt auch manchmal Fehler drin, wo man gesagt hat, Mensch, muss man halt in der nächsten Folge mal sagen, okay, da haben wir irgendwie was falsch interpretiert gehabt oder so, weil da haben uns dann die Hörer darauf hingewiesen, das war halt okay so. Also genauso sollte es eigentlich auch sein, es soll jetzt nicht so sehr von oben herab sein. Ne? Ja, vielleicht, oder eventuell, vielleicht kennt ja jemand einen Star Trek Discovery Podcast, der da irgendwie relativ schnell nach Ausstrahlung was macht, der jetzt nicht von irgendeiner fetten Webseite da kommt, die irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern wirklich ganz normale Leute, die miteinander das Thema besprechen, möglichst in einer ansprechenden Audioqualität. der Mike hatte noch geschrieben, das war der Kommentar, auf den ich vorhin ein bisschen aus war, wegen dem Lego Ninjago. Er hat nämlich vorgehabt, eigentlich Cars 3 zu gucken, wurde dann aber von seinem Junior überstimmt und musste dann mit in Lego Ninjago. Und den Lego-Movie hat er gesehen gehabt und den fand er cool, und jetzt hat er gehofft, dass wenigstens der Lego Ninjago-Movie auch ein bisschen lustig wird. Aber außer, Zitat, ein paar müden Lächeln hatte er nicht viel. Lego Star Wars ist da viel besser. Das stimmt, den haben wir ja auch auf Blu-ray und so. Hast du da nicht noch meine Blu-ray? Ja. Ja. Hast du schon mal reingeguckt? Nee. Nein. Siehst du, aber hier schreibt er, der ist viel besser und den kann man auch mehrmals gucken. Bei den Trailern erinnert er sich nur an Captain Underpants. Das wird sicher für viele Kinder und jung gebliebene Erwachsene was sein. Rätsellösung wieder per Mail, also hat er ja an dich wahrscheinlich schon geschickt. Und der Thomas hat heute quasi noch geschrieben, am Tag der Aufnahmen, am 15. Oktober. Er hat Blade Runner 2049 geguckt und wurde nicht enttäuscht. Der Film ist richtig gut gemacht, storytechnisch, designtechnisch gut inszeniert. Nicht vorhersehbar, 2 Ausrufezeichen. Einziges Manko, Jared Leto blieb etwas blass als Bösewicht und er gibt aber trotzdem 9 von 10 Punkten. Das kann ich so
schreiben. Ja, ich fand ja, ich habe jetzt, war ja letztens auch dieser Blade Runner auf Arte lief, habe ich dann, auch wo ich das rausgesucht habe für die Steff, habe ich auch nochmal geguckt. Im Originalfilm gab es ja diesen, jetzt muss ich gerade überlegen, wie der hieß, der da den Creator gespielt hat, das, was jetzt die Rolle von Jared Leto war, wenn ich das wüsste. Emmett Walsh war das, glaube ich. Der Brian, nee, Brian war es nicht. Auf jeden Fall so ein Typ mit so, ach hier, genau. Joe Turkle, Dr. Alden Tyrell, genau. Nee, war der das? War der auch nicht. Ach klar, der war ja die Tyrell Company. Nee, aber das war, glaube ich, der Doktor, der die Augen gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ach nee, das war J.F. Sebastian. Nee, doch, dann war der das. Und der hatte den schon ein bisschen gruseliger gespielt und so von der Art her. Und der hat sich auch so gottgleich irgendwie gefühlt. Und ich weiß nicht, hier der Jared Leto, das ist mir jetzt in der Nachbetrachtung auch noch so ein bisschen ja komisch. Warum musste der unbedingt blind sein? Also ich verstehe das auch nicht da. Warum? Weiß ich nicht. Ich fand auch, dass er furchtbar hochgestochen geredet hat. Ich hab diesen Unterhaltungen gar nicht zugehört. Weil ich weiß nicht, das war total uninteressant. Der hat quasi mit hochgestochenen Worten eigentlich nichts gesagt. Und das war halt so seine Rolle wahrscheinlich. Aber das fand ich extrem anstrengend. Ja, aber ansonsten. Wie gesagt, im Original hier, der Tyrell, der hat sich ja auch quasi wie Gott gefühlt, dass er eben Wesen erschaffen kann. Und das hat er hier. Er hat sich ja auch so gefühlt. Er hat ja dann auch einfach Leben gegeben, Leben genommen, wenn er es wollte und so. Und das sollte ja schon ein bisschen gruselig und undurchsichtig erscheinen. Aber ich habe mich dann gefragt, welchen Grund soll es gehabt haben, ihn jetzt da blind zu machen? Das verstehe ich auch nicht. Ja, egal. Ja, der wollte wahrscheinlich nur, damit man diese Technik mit diesen. Der hat dann diese Chip da sich ansetzen lassen und dann konnte er doch wieder was sehen oder so. Ja, aber das war doch nur Schnickischnack. Das hätten sie auch weglassen können. Also das fand ich dann ein bisschen, hätte ich mir vielleicht gewünscht, wenn es einfach ganz normales Schauspiel gewesen wäre, ohne irgendwelchen Kigifax da. Aber gut, war trotzdem toller Film. So, da sind wir mit den Kommentaren auch schon durch. Und das mit der Abstimmung zum Lieblingskino habe ich ja auch schon erwähnt. Wer es nicht gehört hat, wer den Part geskippt hat, geht mal in unsere Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe und da gibt es eine Abstimmung zu eurem Lieblingskino. Da wäre es super, wenn ihr euch mal die eine Minute, ich verspreche, es dauert nicht länger, es geht wirklich ganz fix, einfach draufklicken, Stadt auswählen, Kino auswählen, kurzen Namen eintragen, E-Mail-Adresse und absenden. Das war's. E-Mail-Adresse auch nur, damit, damit ihr nicht da doppelt und dreifach für euer Kino abstimmen könnt. Ne? Jo, das war's dann soweit. Hast du noch was irgendwie? Nö. Okay, dann. Haben wir nicht noch Bestellungen vielleicht? Ja, das rufe ich mir gerade nebenbei mal auf. Ach so. Und. Klang so nach Verabschiedung, deswegen. Nein. Nein. Amazon kommt noch. Also, wir sind ja Amazon Affiliate Partner, so heißt das. Das heißt, auf kinocast.net gibt es diverse Amazon Empfehlungen von uns. Und wenn ihr da draufklickt und dann irgendwas bestellt, dann kriegt der Kinocast eine kleine Provision. Also, wir haben ja relativ. Hohe Kosten für Hosting zum Beispiel, für die Podcasts hier, für die Audioqualität, für Auphonic zum Beispiel, das kostet jedes Mal eine Menge Geld bei den Sendungen, die Lizenzen hier für die Audiosoftware und so weiter und so fort. Und da wäre es ganz gut, wenn ihr eh irgendwas bei Amazon bestellen wollt, wenn ihr einfach mal vorher auf kinocast.net geht und einen der Amazon-Links klickt und dann von dort aus eure Suche startet und da bestellt, was ihr gerne bestellen möchtet, dann haben wir nämlich eine kleine Provision davon. Das ist nicht viel, aber Kleinvieh macht halt auch Mist und deswegen vielen Dank an den oder die, die folgende Sachen bestellt haben. Einmal Tetramin Hauptfutter für Zierfische, eine Tefal Only Pfanne 20 cm, eine Hundepfeife Premium Pfeife, ein Samsung Galaxy Tab A2016, da muss ich mich gleich mal angucken, welches das ist. Weil mein Kleiner hat nämlich seins kaputt gemacht. Aha. Hat 212 Euro, ist ein bisschen viel für einen Kleinen. Das alte war billiger, was er hatte. Das haben wir irgendwo mal gekriegt. aber er, der oder die das bestellt hat, das Samsung Galaxy Tab A 2016, kann ja mal schreiben, ob das irgendwie gut ist oder so.
Oder falls jemand eine Idee hat, mein Kleiner hat nämlich, der hat so ein Samsung Galaxy Tab, ich weiß nicht welches das ist, das hat man hier mal geholt, bevor wir in Urlaub gefahren sind, weil wir da eine längere Strecke ja nach Frankreich, also es war nicht dieses Jahr, sondern 2 Jahre zuvor hatten wir das schon, damit wir eben da so ein bisschen so Mondbär und sowas als Filme drauf machen können, damit er da im Auto was gucken kann. Und der hat die Ladebuchse hat er irgendwie kaputt gemacht, weil der hat dann immer diese Android, das sind ja hier solche, die haben so normale USB-Stecker, sind das, ne? Das ist nicht wie beim Apple, wo du hier so ein Lightning hast, wo eigentlich egal ist, wie rum du den reinsteckst, sondern das ist so, geht nur in eine Richtung und wenn der das halt falsch macht oder ein bisschen schräg oder sowas, dann ist die Buchse irgendwie kaputt. Vielleicht hat da irgendjemand eine Idee, wo man das machen lassen kann, ob überhaupt, ob sich das lohnt. Ich glaube mal bei den heutigen Arbeitskosten, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber vielleicht hat jemand irgendeine Idee. So, mal zurück hier zu Amazon. Was ist das hier? Why Him? Ah, hat jemand Why Him geguckt? Bei Amazon Video hat er auch, er oder sie, vorher bei uns drauf geklickt. Das ist auch nett. Also ihr könnt auch, wenn ihr ein Amazon Video kaufen wollt oder ausleihen wollt, dann vorher bei uns klicken. Das geht auch, sehe ich gerade. Deepwater Horizon hat, auch hier, sehr gut. Hat auch jemand hier geguckt, ja. Das war ein toller Film, echt tolle Sneak. Und Plötzlich Papa. Ja, der war, den habe ich gar nicht gesehen, den wollte ich sehen. Genau, das hätte ich beinahe gesagt, aber gut. Aber ich habe ihn nur als gut in Erinnerung, weil mir irgendwie alle gesagt haben, der ist gut. Den wollte ich mal gucken. Ja, vielen Dank an euch alle und wenn ihr uns unterstützen wollt. Wie gesagt, das mit Amazon habe ich schon gesagt. Ansonsten gibt es auf kinocast.net ganz, ganz oben, weit über dem Menü und über dem Logo, gibt es in dem weißen Bereich so einen Punkt, der heißt Danke für eure Unterstützung. Da könnt ihr uns zum Beispiel bei unserem Audiobearbeitungsdienst ein bisschen Audiobearbeitungszeit schenken. Da braucht ihr nur draufklicken und dann oder bei PayPal eine direkte Spende oder Bitcoin geht es auch. Wenn ihr da vielleicht Bitcoins gemeint habt und wisst nicht, wohin damit oder so, oder ein kleines Summen geht auch. Dann natürlich die ganzen ideellen Unterstützungen, zum Beispiel durch Kommentare. Das waren ja beim letzten Mal wieder 9 Stück. Das ist ganz toll. Da sieht man, dass das Ganze hier nicht ungehört einfach so wegrauscht und keinen kümmert, was wir hier so versenden, sondern dass ihr da was beitragen möchtet, das ist auch immer schön. Oder natürlich auch bei unserer Facebook-Gruppe kinocast.net, wo ich jetzt auch immer mal so Sachen einfach mal reinposte, die mir irgendwie so unterkommen. Irgendwelche Filmtrailer oder so, wo ich einfach mal frage, hier, wie, was haltet ihr von dem Trailer? Findet ihr ihn gut oder nicht? Machen auch immer viele mit. Vielen Dank dafür. Und ich werde es nicht müde zu erwähnen, unsere iTunes-Rezension, weil da ist Ewigkeiten nichts passiert. Entweder es nutzt keiner mehr iTunes. Wenn ihr über Apple Podcasts abonniert, dann könnt ihr auch Wertungen da lassen. Das wäre ganz cool, wenn ihr das macht. Oder natürlich auch auf diversen anderen Portalen, wo ihr uns vielleicht hört. Ich sehe das hier bei den Zugriffen. Es gibt ja zum Beispiel so podcast.de oder weiß nicht, wo wir überall sind. Dann gibt es hier irgendwie, es gibt so viele Anbieter, die sich unsere Podcasts ziehen und dann selber bereitstellen. Ist ja auch alles kein Problem, aber dann, ja, wenn ihr das über eine dieser Plattformen hört und nicht über kinocast.net oder nicht direkt im Feed über euren Podcatcher, dann wäre es cool, wenn ihr auf den jeweiligen Plattformen auch einfach mal irgendwie uns bewertet. Das wäre schön. Da freuen wir uns beide. Und der Chris bestimmt auch, wenn er es hört. Okay, dann vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Immer wieder gern. Wir sehen uns dann morgen, hoffe ich, in aller Frische dann zur Sneak Preview. Bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.